Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Forest, einer weiteren Folge. Ein neuer Tag bricht nicht an, denn ich habe zwar geschlafen, aber es ist immer noch nicht Tag geworden. Die Beete sind immer noch leer, fällt mir bei der Gelegenheit auf. Und was mich noch mehr stört, ist dieses Konstrukt hier. Die Decke sitzt krumm und schief. Und wie Sie hören, da sind sie. Sind die durch die Wände gelaufen? So, vier Schläge müssen lang. Oh, da ist noch ein großer. Mit hier dem... Komm noch her. Ihr wollt noch gerade ein bisschen spielen. Alter, sind die schnell. Unten am Wasser läuft er. Ja, also, liebes Entwicklerstudio, das solltet ihr aber auch mal fixen. Die sind auf jeden Fall unter Wasser und das sind auch die Geräusche, die ich gehört habe. Hier sind die Gebeine. Ein Arm guckt aus dem Boden. Geil, schiebe ich die zusammen oder was? Brauche ich eh nicht. Diese Totems bringen meines Erachtens überhaupt nichts, deswegen lasse ich es auch mal weg. So, Moment mal, der ist jetzt hier durch die Basis gehüpft. Das nervt jetzt. Das heißt nämlich, ich kann es mir auch ersparen. Wisst ihr was? Jetzt reißen wir den Scheiß hier ab. Nach oben würde ich mich schon ganz gerne bauen. Aber wenn die sich durch die Wände backen, dann hängt der Minjas irgendwo fest. Da ist der Mond, der geht da hinten langsam unter. Das heißt, es wird auch bald Tag. Ja, jetzt haben wir hier unsere schöne Wand, die uns eigentlich nicht viel bringt. Denn wenn die wie eben hier trotzdem durchgehüpft sind, dann ist das blöd. Hier liegt noch ein Arm rum. Macht er mit der Axt. So. Wir gehen jetzt die Blätter sammeln. Das hieß doch. Geil. Kann man mit der Hand so einen Baum fällen? Ernsthaft? Probieren wir mal. Ne, so trifft er nichts. Machen wir uns mal Musik an. Und vor allen Dingen machen wir mal ein bisschen... So. So, probieren wir mal in den Baum. Scheiß. Na gut, so ein Kannibale, ne? Der hat schon... Okay. Der Arm ist eine Axt. Meine Super-Axt. Wer braucht die gelbe Axt, wenn er einen Kannibalenarm hat? Oh mein Gott. Probieren wir mal jetzt die Schläge aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Also, ein Schlag mehr als die normalen, oder ich habe mich verzählt.
Okay, der ist weg. Scheiß drauf. Wir machen jetzt erstmal die Lockholder voll. Dann überlege ich mir, wie ich mich da besser hochbaue. So, dann legen wir das mal hier hin und bauen uns noch einen Lockholder. Okay, Stöckchen noch holen. Mit unserer mächtigen Handaxt. Bestimmte Arm von Chuck Norris. Oh. Ich glaube, in diesem Moment ist die Taschenlampe leer geworden. Nehmen wir halt wieder die normale Flugzeugachse, ist ja auch natürlicher. So, jetzt roten wir hier den ganzen Wald. Machen wir den Kannibalen den Garde aus. So, mal gucken, jetzt müssen wir eigentlich den Lockholder fertig bauen können. Oh mein Gott. So ein bisschen blöd, dass ich jetzt die Wände dahin schon fertig gebaut habe, deswegen kann ich da nichts mehr einschnacken lassen. Aber wir werden uns jetzt einfach irgendwie so ein Türmchen bauen oder sowas, wo ich hoch kann, um zu flüchten. Denn ich glaube mal, dass diese Wände eh nichts bringen. Auch gerade, wenn diese Mutanten kommen. Was mich auch mal interessieren würde, ist, wenn die Mutanten kommen und sagen wir mal hier unten so eine Mauer wegschlagen, fällt dann wirklich das Ganze in sich zusammen? Also, wenn ich hier oben einen Turm habe, krache ich damit ein? In den letzten Kommentaren habt ihr geschrieben, dass bei euch die Mutanten, also der eine schrieb, ja, die Mutanten sind vorbeigekommen, der nächste sagt, nee, ich habe sie noch nicht gesehen. Machen wir wieder Musik an. Damit renne ich schneller, außerdem ist der Horror eh vorbei in dem Spiel, denn... Nee, das gefällt mir aber nicht. So. Besser. Ich rede nur Halbsätze und bringe sie nicht zu Ende. Ich merke selber. Ja, wird das Ding einkrachen? Bauen wir gerade den nächsten Lockholder, wollte ich sagen. Ja, einen Turm würde ich gerne bauen, aber den kriege ich wieder nicht konstruiert. Das habe ich ja schon einmal versucht. Und bin ja kläglich gescheitert. So. Jetzt hält der Baum schon richtig. Ich glaube, hier unten im Wasser dürfen jetzt auch noch einige liegen, die sind ja flöten gegangen. Bauen wir gerade noch einen. Der Bug ist wieder da. Das nutze ich jetzt einmal aus, um mir noch einen Lockholder hinzusetzen. Also ganz ehrlich, 004b sind wir mittlerweile von der Version und schwierig. Und Standardfehler sind immer noch drin. Ich weiß nicht, ob mir das auf Dauer Spaß macht.
meine, gut, man kann jetzt einiges konstruieren und auch ein bisschen die Insel erforschen, das könnte ich auch mal machen. Ich muss was fressen. Da können wir uns noch ein bisschen mit verlustigen. Das ist gut, die Richtung. Wow. Incoming. Wow, 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 wow. Ab ihn. Ab ihn. Und... Herkules aus der Luft gefangen. Ach ja, ihr Lieben. Dieses Spiel, das sich Survival nennt. Machen wir uns wieder Musik an, oder? Bevor es hier langweilig wird. Das ist neu, oder? So ein bisschen an so einem Rocky-Film. Er rennt mit seinem Baumstamm. Ne, ich glaube, es ist nicht neu. Kommt mir doch irgendwie bekannt vor. So, wo sind denn die anderen Baumstämme? Sind die hier oben? Nope. Aber ich würde sagen, wir lichten erstmal den Wald in diese Richtung. Na? Ah, da sitzt er. Recover den Blatt. Hm, als würde uns was ausmachen. Frage, was ist mit Timmy? Das ist scheiße. Ich hätte ihn mal doch anstumpfen sollen. Wo ist der Rest hin? Doch ins Wasser. Fliegt er noch? Weiß man nicht. Timmy. Was mich jetzt gerade so ein bisschen nervt, ist, dass ich nicht Richtung Wasser sehe, wenn die kommen. Ich meine, ich habe es ja nur gehört. Und schwupp stand er bei mir im Wohnzimmer. Finde ich uncool. Tja, The Forest. Nein. So, die Richtung stimmt. Musik aus. Nächster Track. Breakdance Zeit. Sind auch noch zwei Baumstämme drin. Problem ist jetzt, es ist wieder so hell, dass ich, wenn ich diese Blaupausen setze, wahrscheinlich nichts sehen werde. Und das nervt. Ich muss praktisch erst einen Sonnenschutz bauen, um dann, damit ich was sehen kann. Obwohl, ich fange jetzt nochmal an zu konstruieren. Mir und euch bestimmt auch, verliert sich die Lust am Baumstämme sammeln. Dann rennen wir die mal hier rein. Kann man das Ding doch irgendwie abbauen? Nö. Das bleibt für immer da. Gut. Also, wir wollen hoch hinaus. Das heißt, wir bauen uns irgendwie einen Aufgang.
eigentlich müssen wir mit den Dingern müssen wir das ja hinkriegen. Und zwar so, dass wir Richtung Insel gucken können am besten. Oh. Gut. So, nochmal. So. Wir hatten das ja schon mal, damit ich den Tisch nicht hochgekommen. Sondern wir bauen erstmal das Ding da oben drauf. Warum baut ihr den Stick da hin? Der Kacker. Komm, noch einmal rum. Das? So. Jetzt ist die Frage, wenn ich das fertig baue. Da schon mein Stäbchen oben drauf. Das Licht ist wirklich nicht gut. Ah ja doch. So. Ist die Frage. Noch eins hoch werde ich nicht kommen, oder? Wo gehst du irgendwo? Jetzt. What? Schwierig. Spiel schon wieder kaputt. Okay. Ach, da oben hat das. Nee. So, la. So, dann werden wir doch mal die fertig bauen. In der Hoffnung, dass das passt. Wird schon passen, gell? Gut, dann nehmen wir die hier raus. Kann ich die schon? Hm. Mal gucken, ob Kannibalentreppen steigen. Ich meine, da oben bin ich eigentlich auch sicher, ne? Kann ich eigentlich auch andere Gebäudeteile einschnappen lassen? Kann ich das hier irgendwie? Nee. Okay, komm. Scheiß drauf. Bevor ich mich hier weiter rumärgere. Ich werde jetzt hier diese Stufen hier fertig bauen. 5 Dinger bauen wir. Okay. So. Was ist das denn überhaupt? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist flacher als erwartet. Das ist nämlich das, was mir auch letztes Mal das Genick gebrochen hat, dass die Dinger eigentlich tiefer im Boden sitzen. Die erste Stufe ist nämlich fast eben mit dem Sand. Und bevor ich mich hier verbaue, legen wir das hier nochmal ab und setzen einfach nochmal einen Tisch. In der Hoffnung, dass ich den jetzt wieder setzen kann.
Sonst widersetze ich mich diesem Spiel. Nein! Dieses... Was ist denn jetzt los? Jetzt schwebt hier der Tisch in der Luft. So, mein Turm. Wie findet ihr den? Warum ist der so hell wegen dem Licht? Kann man eigentlich hier die Stufen irgendwie einschnappen? Kann man nicht, weil... Ist kaputt. Das Spiel ist kaputt, ihr Lieben. Oh, wie nervig. Mein Bauch ist leer. Ich mache mir jetzt noch was zu essen. Genau, nimm Stein, den Braten. Warum nimmt der denn den Stein raus, wenn ich was braten will? Ich fress doch keine Steine. So, gleich fackel ich hier die Hütte ab. So, der Aufstieg zum Turm. Über den Wolken sind wir schon fast. Wenn ich mir jetzt Vögel an die Hände binden würde und damit über die Wolken, könnt ihr mich... Trag mich. Einzig, was passiert, dass ich wahrscheinlich eher gleich hier in die... in das Feuer reinrenne. So. Wir sind satt. Und mal gucken, wenn nach dem nächsten Speichern das vielleicht nicht mehr verbuggt ist. Ja, ihr Lieben, ich bin am Ende einer Folge und am Ende meiner Nerven mit diesem Spiel. Ich finde es gerade demotiviert mich sowas, wenn ich mal was bauen will und mal was anderes bauen will, dass das hier so kaputt geht. Also... Ja, schwierig. Das ist wirklich blöd. Jetzt kommen die Kerle durch die Mauer. Klar, ich könnte jetzt so ein paar Happy Birthday Traps bauen und so ein Kram, dass sie hier einschnappen, wenn die ankommen, wollte ich sagen. Jetzt bin ich schon beim Einschnappen. Ich bin total durcheinander durch das Bauen. Kommt doch hoch! Kommt hier hoch! Oh, das ist irgendwie demotivierend. Aber wir sehen uns zum nächsten Teil von The Forest wieder und wahrscheinlich übermorgen, wenn ich bis dahin nicht das Spiel deinstalliert habe. Nee, im Moment macht es mir nicht viel Spaß und absolut schwierig. Absolut schwierig. Ihr Lieben, wenn es euch trotzdem gefallen hat, diese kleine Lockholder-Produktion hier, dann würde ich mir einen Daumen hoch freuen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit dem Baumodus in der 004B. Weil so wie es im Moment ist, ist es total merkwürdig. Ich hoffe jetzt vielleicht noch auf diesen Templars-Mod, dass der das irgendwie besser macht. Schauen wir mal. Mal gucken. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.